Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 12. Juli. So, die Tagesenergien für heute sind die, wir haben Balanda als erstes Siegel. Das zweite Siegel des Tages ist Mesonadi. Und das dritte Siegel für heute ist Bayunada. Wow, heute ist ein wunderbarer Aufräumtag. Ein Aufräumtag mit alten Programmen, mit alten Projektionen, mit alten Mustern, die dein Herz schwer machen. Heute ist ein wirklicher Herzbefreiungstag, ein Herzheilungstag, so möchte ich es mal nennen. Ja, Balanda hilft uns wirklich dabei, uns von wirklich diesen ganzen Verstrickungen, die wir mit anderen Menschen, insbesondere mit unserer Ursprungsfamilie, Partnerschaften, mit den Ahnen haben, wirklich zu befreien. Balanda ist immer wieder eine Einladung. Ich wiederhole das gerne an der Stelle auch immer wieder, dir vorzustellen, dass du in der Mitte eines Kreises bist. Ein Kreis, auf diesem Kreis um dich herum lädst du Menschen ein, mit denen du in Verbindung bist, lässt einfach alle kommen, die kommen wollen. Vielleicht kennst du manche gar nicht und es können auch Verstorbene sein. Und es geht darum, dass alle diese Menschen natürlich von sich aus zu dir Bänder projizieren und du zu diesen Menschen auch. Ja, und diese Verbindungsbänder dürfen wir alle einmal mit Balanda durchschneiden bzw. harmonisieren, damit diejenigen, die uns nähren, die Bänder, die Verbindungen, dass diese gestärkt werden und dass die Bereiche, die uns eben Energie abzapfen, die uns eben schwach halten, die uns anketten, die uns nicht frei machen, einfach in die Auflösung gehen dürfen. Ja, wir haben so viel zu lernen und es gibt kein größeres Spielfeld und keine bessere Lernfläche als Beziehungen, die Beziehung zum Du. Und oft, da ist so viel Chaos verborgen, ja, weil wir natürlich alle immer unseren unerlösten, sage ich jetzt einfach mal Müll, auf unser Gegenüber projizieren. Ja, und der spielt dann plötzlich in einem Film mit, den ich irgendwann mal geschrieben habe, eine Rolle und ich habe ihn ersetzt. Das ist ein anderer Schauspieler, aber die Rolle ist immer noch dieselbe und plötzlich muss dieser Mensch wieder das erfüllen, was ich eben geschrieben habe, obwohl er das gar nicht beabsichtigt und auch gar nicht tun möchte. Und umgekehrt natürlich auch. Plötzlich bin ich Schauspielerin in einem Film und spiele eine Rolle, die ich eben übernommen habe von jemand anderem. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, ja, dass nichts wirklich so ist, wie es scheint, ja, sondern dass wir immer unser Innenleben nach außen projizieren und das machen andere auch. Ja, wir projizieren unsere Erwartungen, unsere unerlösten Programme. Und andere sollen die erfüllen und genauso umgekehrt. Andere projizieren ihre Erwartungen und ihre unerlösten Programme in uns. Und deswegen gibt es, und das fängt natürlich mit der Ursprungsfamilie an, die das mitbringt von Ahnenseite. Und wir haben so viel, was wir ja einfach glauben, was in der äußeren Welt geschehen muss, damit, ja, was tatsächlich nur in uns erlöst werden kann. Und wenn wir uns von diesen Bändern befreien und andere Menschen von den Bändern und Verstrickungen befreien, die wir in sie hinein projiziert haben, dann ist es so eine Befreiung für das ganze Universum. Und viele Menschen haben Angst, ja, wenn ich jetzt Bänder durchtrenne, verliere ich dann die Menschen? Nein, überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, du gewinnst einfach gute Beziehungen, heile Beziehungen, weil eben dieser unerlöste Müll weggeht, ja, und das Gesunde wird gestärkt. Das ist so kraftvoll und das empfehle ich wirklich regelmäßig auch zu machen, weil wir ja ständig in Beziehungen und in Kontakt sind und auch nicht immer in der unmittelbaren Achtsamkeit der Reinigung. Ja, und Mesonadi verstärkt diese Heilung von Balanda, die kosmische Transformation. Mesonadi ist wirklich die Transformationskraft, die jeden Schatten in Licht verwandelt. Ich sage es gerne immer wieder, die Kraft, mit der Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, ist Mesonadi. Ja, Mesonadi transformiert, wandelt wirklich schwerste, destruktivste Muster, egal ob das psychische Muster sind, ob das Tumore, die Muster von Tumoren beispielsweise sind. Mesonadi wandelt jeden Schatten ins Licht, also auch jedes kranke Beziehungsmuster. Es gibt so viel, momentan kommen so viele Menschen zu mir, die in toxischen Beziehungen leben, ja, wo der eine dem anderen gar nicht mehr gut tut und trotzdem klebt man aneinander fest und kommt einfach nicht los. Ja, und das ist wirklich
das hat nichts mit Schuld zu tun und dass der eine schlecht ist und der andere ist gut, sondern es hat etwas mit diesen Verstrickungen zu tun, mit diesen Mustern, die manchmal nicht möglich sind, innerhalb der Beziehung zu heilen, wenn nicht jeder für sich bereit ist, seinen eigenen Anteil anzuschauen. Das ist ebenso wichtig. Wir können nicht die Beziehungsarbeit, einer kann nicht die Arbeit für beide machen, das geht nicht. Das geht sowieso, Beziehungsarbeit ist sowieso schwierig überhaupt. Beziehungsarbeit bedeutet immer für mich, jeder kümmert sich um seinen Anteil. Ja, und das bedeutet, wenn ich die Verantwortung übernehme, wie im Ho'oponopono, dass alles, was in meiner äußeren Welt ist, in mir verborgen liegt, ja, und wenn ich mich um diese verletzten Anteile, meistens sind es wirklich innere verletzte Kinder, Seelenanteile, die fehlen Muster, die wir ganz tief frühkindlich entwickelt haben und aus anderen Leben mitbringen, und wenn ich diese Muster in mir erlöse und aufhöre, diese kranken Muster nach außen zu projizieren, toxische Muster nach außen zu projizieren, dann höre ich auch auf, toxische Erfahrungen anzuziehen, ja, und wenn ich Erlösung nach außen projiziere, Liebe, Selbstliebe, Respekt, Grenzen, je nachdem, was es im Einzelnen eben ist, dann werde ich auch genau das aus meiner äußeren Welt anziehen. Und das kann so massive Auswirkungen auf das ganze Familiensystem haben, wenn nur ein einziger diesen Wandlungsschritt vollzieht. Ja, es muss nicht immer bedeuten, dass man auseinanderrennt, sondern die Heilung geschieht immer nur in mir und in dir, in jedem Einzelnen. Und auch das zu begreifen, schenkt Mesonadi, den Mut zu haben, sich seinen eigenen Programmen zu stellen. Dann ist es so viel einfacher, jemand anderen zu analysieren und dem zu verklickern, wo bei ihm der Hammer hängt, als eben bei sich selbst in diese tiefe Verbindung zu gehen. Und Mesonadi bringt dich in dieses Eintauchen in dich. Es bringt dich in die Ruhe, in die Innenschau, in die Kraft. Ja, und mit Bayonada können wir dann wirklich befreit leben, unser Herz heilen, dass unser Herz wirklich von diesem ganzen Ballast frei werden darf, damit wir den göttlichen Plan unseres Lebens leben können. Ja, in Beziehungen, in einer guten Beziehung zu uns selbst, zu der äußeren Welt, zum Kosmos, zu allem, was ist. Ja, dass unser Herz wirklich frei von Schmerz lieben kann und nicht mehr Schutzmaßnahmen führen muss, um sich zu schützen vor weiteren Verletzungen, und das Versteckspiel beginnt von vorne. Ja, so viele Menschen drehen so oft dieselbe Wiederholungsschleife, weil das Herzchakra einfach nicht frei ist. Und damit unser Herzchakra frei werden kann, um zu lieben, ja, diese Herzheilung, die möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Ubalanda, Om Mesonadi, Om Bayunada, Om Balanda, Om Mesonadi, Om Bayunada, Om Balanda, Om Mesonadi, Om Bayunada, Om Balanda, Om Mesonadi, Om Bayunada. Ich wünsche dir einen ganz reich gesegneten Tag, damit du voll und ganz in der Liebe deines Herzens ankommst. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.